gerade vom Walder Alternative Nachrichten. Schwarzfahren soll teurer werden. 40 Euro sind nicht genug, es sind 60 Euro fällig. Man kann sich jetzt streiten, kommt durch Schwarzfahren wer zu Schaden? Das kommt natürlich drauf an. Fährt jemand schwarz, der wirklich kein Geld hat, der vor der Frage steht, ich fahre jetzt schwarz oder ich bleibe zu Hause? Der verursacht eigentlich keinen Schaden, weil er gar kein Geld hätte, sich eine Fahrkarte zu kaufen und damit die Erschleichung der Fahrt, die sowieso stattfindet, für all die Leute, die zahlen, letztlich keinen Schaden verursacht. Es ist immer sehr durchwachsen. Ist auch eine Frage, ob die Tarife gerecht sind. In den meisten Verkehrsverbünden ist so bei 14 Jahren schon mal 16 Jahren die Grenze für den Volltarif. Es gibt dann zwar Schülertickets und Ähnliches, aber wehe, man kommt in eine andere Region, wo diese Tickets nicht gültig sind und schon ist man mit dem vollen Erwachsenenpreis konfrontiert, in einem Alter, wo man durch die Schulausbildung oft überhaupt noch kein Einkommen haben kann. Von 6 bis 16 gehen fast alle auf die Schule. Einige bleiben sitzen und bleiben dann bis zur 10. Klasse auch noch ein bisschen länger. Andere gehen noch aufs Gymnasium weiter oder auf andere Schulen und haben auch kaum Einkommen oder kein Einkommen. Und die müssen den vollen Preis zahlen, wie ein Erwachsener, von dem man ausgeht, der verdient wirklich was. Also es ist nicht immer ein Wunder, wenn Leute schwarz fahren. Es gibt auch andere, die es sich wirklich leisten könnten und die vielleicht bei denen die Strafe noch zu niedrig ist. Nur nicht jeder, der schwarz fährt, verursacht wirklich einen Schaden. Das mal vorneweg. Die eigentliche Frage, die ich mir aber stelle, ist, warum überhaupt diese Tarife? Warum muss man für Bus und Bahn bezahlen? Warum können die nicht so selbstverständlich werden wie Polizei, Feuerwehr, Schulen, Bildung und Straßen und Wege, die wir haben? Dass auf den Straßen eben auch, wo es eine Nachfrage besteht, das kann man ja messen, ein öffentlicher Personennahverkehr stattfindet. Und das finanziert aus dem Steueraufkommen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist zu teuer, aber warum? Man kann doch auch dafür die Steuern etwas erhöhen. Es gibt ja auch eine Steuersenkung, nämlich der entfallende Fahrpreis. Auf den Haushalt einer Familie kommt es nicht darauf an, ob sie jetzt ein paar Prozent Steuern mehr bezahlen und dafür eben weniger für Fahrkarten ausgeben oder ob die Steuern etwas runtergehen und dafür eben Fahrpreise bezahlt werden müssen. Aber für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, da ist es doch entscheidend, ob man ihn wirklich nutzt wegen dem Fahrpreis. Sicher, es gibt Strecken, die sind auch bei diesen Fahrpreisen sehr erfolgreich. Viele Nahverkehrsmodelle haben explodierende Fahrgastzahlen. Und trotzdem, wirklich wird das Chaos auf den Straßen nicht beseitigt. Es werden auch Spitzen abgenommen, es werden Staus deutlich kürzer. Und wer eine Zeitkarte hat, wie die meisten Nahverkehrskunden, kommt auch halbwegs günstig durch. Aber schon derjenige, der vielleicht eine Arbeit hat, wo er zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin kann und nur gelegentlich mal irgendwo anders hin muss, der dann die Einzeltickets nutzen muss, der hat so viel zu zahlen, dass er sich sagt, dann nehme ich doch besser das Auto. Das ist viel zu teuer. Deswegen ist die Frage, dieser hohe Anteil an Zeitkarten, liegt der wirklich an der Attraktivität der Zeitkarten oder liegt er an der Unattraktivität der Bartarife des öffentlichen Personennahverkehrs? Jetzt hat es ja für alle einen Nutzen, wenn der Nahverkehr gut läuft. Je mehr Leute statt dem Auto im Bus und Bahn sitzen, umso weniger Umweltbelastung, umso weniger Staus. Und mit dem Nahverkehr geht man eher in die Innenstädte einkaufen. Sie werden belebt, es werden Strukturen geschaffen, die Nähe bringen, die auch den umliegenden Fußgängern Geschäfte erhalten, die eine ganze Stadt aufwerten. Also Vorteile für alle. Auch die Autofahrer, die den ÖPNV nicht benutzen, haben den Vorteil, dass sie ihn viele benutzen. Sonst würden sie auf vielen Straßen viel länger stehen. Und wenn eine Sache so viel gesellschaftlichen Nutzen hat, dann kann man sich doch die Frage stellen, warum muss man dafür noch extra einen Fahrpreis zahlen? Warum kann man nicht Indikatoren einführen, für welches Fahrgastaufkommen welches Angebot ist? Vom Anrufsammeltaxi über den Midibus,
Ein Midibus mit Anhänger bei Bedarf, einen normalen Bus, den Gelenkbus oder ein normaler Bus mit Anhänger, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da kann man Indikatoren festlegen, aber ohne Fahrpreis. Alles über Steuern. Es ist volkswirtschaftlich vollkommen egal, ob den Menschen über Fahrpreise oder über Steuern das Geld aus der Tasche gezogen wird. Aber der Nutzen eines Nahverkehrs, der ist umso höher, je mehr Leute ihn nutzen statt des Autoverkehrs. Und um auch die Leute zu gewinnen, die eben vielleicht sogar zu einer Arbeit fahren, wo es mit dem ÖPNV nicht geht und dann das Auto nutzen, aber dann zu einem anderen Ziel sehr gut mit Bus und Bahn fahren könnten, die werden dann abgehalten von der Bus- und Bahnfahrt, weil sie ein Einzelticket kaufen müssten. Und deswegen ist mein Gedanke, warum nicht ein kostenloser Nahverkehr? Jetzt ist ein Problem, man kann natürlich mit der Eisenbahn sehr weit fahren. Und dann gestückelt, das haben wir beim schönen Wochenende-Ticket, als das ganz neu war, dann waren die Züge brechend voll. Dann gab es sogar noch super Angebote für Gruppen, wo also man wirklich für ein Apfel und Ei fahren konnte. Und das hat den Nahverkehr auch überlastet. Und deswegen denke ich gar nicht an einen globalen Nulltarif, sondern an den Nulltarif da, wo man zu Hause ist und wo man die meisten Wege hat. Und vielleicht, wenn man irgendwo am Campingplatz ist oder in der Jugendherberge, auch dort vor Ort über eine Touristenkarte. Dass man in dem Bereich, wo man einen Wohnsitz hat, wo man ein Quartier bezogen hat und einen Kreis von Nachbarstädten, gratis den ÖPNV benutzen kann. Das heißt, generell kann man sagen, Buslinien, die nur zwischen zwei Städten fahren, da braucht man überhaupt keinen Tarif mehr haben. Die kann man immer gratis lassen. Wenn sich da mal einer über tausende von Buslinien einen Weg von irgendwoher nach irgendwohin sucht, dann hat er wirklich kein Geld und dann soll er diese Chance haben. Bei der Bahn ist es etwas anders, weil die eben weite Strecken fährt. Aber auch dort gibt es Strecken, wo die nur regionale Bedeutung haben. Wenn ich zum Beispiel an einen Zug denke, der nur von Solingen über Remscheid nach Wuppertal fährt, der könnte auch zum reinen Nulltarif fahren, da könnte man auf jede Fahrkartenkontrolle verzichten. Nur noch durchlaufende REs von Köln nach Dortmund, von Köln nach Münster, von Dortmund oder von Hamm nach Venlo, da wäre es noch sinnvoll, auf Tarife und auf Kontrolle zu achten. Aber nicht mehr auf Strecken, die wirklich rein regionale Bedeutung haben oder einen so geringen überregionalen Anteil, dass sich da der Aufwand eines Fahrpreises und der Kontrolle nicht lohnt. Der Fahrpreis selber ist ja ein Kostenfaktor im öffentlichen Personennahverkehr. Es müssen überall die Automaten stehen. Es müssen Kontrollen stattfinden. Es muss das Geld aus den Automaten rausgeholt werden und Wechselgeld hingebracht werden. Es muss Papier hingebracht werden, es muss Druckerzeug rein. Die müssen repariert und gewartet werden. Sie müssen ersetzt werden, wenn es Vandalen gab. Und im Busverkehr ist das auch immer ein Zeitfaktor, wenn Leute beim Busfahrer die Fahrkarte kaufen. Dann kann man eben nicht fahren, dann muss der Bus so lange stehen. Und das verlängert die Umläufe, sodass also Buslinien durchaus noch immer ein Stückchen verlängert werden könnten, um mehr Fahrgäste zu erschließen, würde man auf den Fahrkartenverkauf verzichten. Ebenso ist im Busverkehr ja heute üblich, damit man wirklich möglichst alle Einnahmen einkassieren kann, dass die Leute vorne einsteigen müssen. Das heißt, beim Gelenkbus ist das ein ziemlich weiter Weg nach hinten. Und wenn der Busfahrer seinen Fahrplan einhalten will, dann brettert er auch wieder los, wenn man erst auf halbem Weg ist. Und das wäre bei einem Nulltarif egal. Die Leute könnten vorne und hinten einsteigen. Dann gibt es auch seit einiger Zeit wieder Busanhänger für Personenbeförderung. Die sind viel praktischer als Gelenkbusse. Man kann sie nämlich abhängen in Schwachlastzeiten, bei Bedarf sogar an einem zentralen Busplatz stellen, dass man, wenn eine Reisegruppe kommt, jederzeit den Bus um einen Hänger verlängern kann. Und warum gibt es heute keine Busanhänger? Weil Leute dort beim Fahrer nicht einsteigen können und ihre Fahrkarte zeigen können. Die Schwarzfahrer, die säßen alle im Busanhänger, wenn es sie gäbe. Und im Gelenkbus habe ich nur festgestellt, ist meistens die Antriebsachse hinten im Gelenk. Wenn nun Winter und Glatteis kommen, dann schiebt von hinten das Gelenk den ganzen Bus und auf glatter Straße verkeilt sich der Bus. Beim Busanhänger wird der Hänger gezogen und wenn die Winterverhältnisse wirklich zu schlecht sind, dann kann man den auch stehen lassen und mit der kleineren Buseinheit vorne wegfahren,
Und da muss man sich auch mal vielleicht in den Bus reinquetschen, aber er fährt wenigstens noch, wo ein Gelenkbus schon längst versagt. In Wuppertal hatten wir das schon öfters gehabt, mit einem hohen Gelenkbusanteil, dass die Stadtwerke wegen Schneelage den Verkehr einstellen mussten. Hätten sie Busanhänger statt Gelenkbussen, hätten sie wahrscheinlich viel länger den Verkehr durchführen lassen können. Denn bei uns im oberbergischen Kreis die Owag, die ist noch immer durch den Schnee gebrettert, wenn in Wuppertal schon alle Räder stillstanden. Also, was hindert uns wirklich daran, den Nulltarif zu machen? Es muss ein bisschen die Finanzierung neu geregelt werden. Man kann die Nahverkehrsbetriebe nicht am Trockenen sitzen lassen. Nulltarif heißt nicht, es ist für die Gesellschaft gratis. Aber die Hürden, den Nahverkehr zu nutzen, werden deutlich geringer. Man ist immer auf der dümmeren Seite, wenn man das Auto nutzt, wo eine gute Bus- und Bahnverbindung besteht, weil beim Auto bezahlt man ja Spritpreis. Während Bus und Bahn wären dann gratis, generell über die Steuern bezahlt. Und der Nutzen ist wirklich für alle da. Die Leute, die an den Straßen wohnen, sind von Lärm entlastet, von Abgasen. Die Autofahrer stehen weniger im Stau. Und die, die sich vorbildlich umweltfreundlich als Nahverkehrskunden verhalten, die fahren günstig. Ich habe diesen Nulltarif schon lange befürwortet, lange bevor die Piratenpartei das auf ihr Programm geschrieben hat. Und wo jetzt gerade wieder die Diskussion war, muss Schwarzfahren noch teurer werden? Denke ich mal, nein, Schwarzfahren muss nicht teurer werden. Schwarzfahren muss die Regel werden. Für alle. Und da sind wir nämlich keine Schwarzfahrer mehr, sondern wir benutzen bei uns in der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr gratis. Und jeder kriegt eine Karte in die Hand, wo er wohnt und darf in einem Kreis mit allen Nachbarstädten alle Verkehrsmittel, die dort fahren, gratis benutzen. Züge, Busse und sonst was. Und bei anderen Linien kann man es im Fahrplan vermerken, ist es eine Gratislinie oder ist es eine Zuglinie, die eine so überregionale Bedeutung hat, dass dort weiterhin Fahrpreise verlangt werden. Das wäre aber nur eine kleinere Gruppe dann von Zügen, während der ganze Nahverkehr, auf dem täglich die Leute unterwegs sind, deutlich attraktiver würde. Das heißt immer, man muss die Verkehrsprobleme lösen und dafür bauen wir die Hochgeschwindigkeitsstrecken und den ICE. Nein, diese Staus auf den Autobahnen sind zu 2/3 Nahverkehr, außer vielleicht, wenn Ferienzeiten sind. Das sind die Leute, die von der einen Stadt in die andere Stadt fahren und dafür auch die Autobahn benutzen und letztlich Nahverkehr durchführen. Was bei der Bahn nicht so leicht möglich ist, da muss man nämlich IC-Zuschlag bezahlen, wenn man mit dem schnellen Zug fahren will. Das ist im Straßenverkehr üblich. Man nimmt die schnellste Straße, um von A nach B zu kommen, und das ist oft die Autobahn. Und da ist doch die Gegenfrage, warum machen wir den Nahverkehr dann nicht wirklich so preiswert, dass er attraktiv dagegen steht? Und wenn die Fahrgastzahlen steigen, dann steigen auch vielleicht die Kosten, aber sie steigen ja aufgrund einer Nutzung, die Finanzierung der Kosten rechtfertigt. Und damit ist es eine gesellschaftlich akzeptierte Sache, mit einem hohen gesellschaftlichen Nutzen. Und die Durchführung dieses Verkehrs ist auf jeden Fall preiswerter, als würde man die gleiche Zahl an Fahrgästen mit Fahrkarten bezahlen. Denn man braucht keine Fahrkartenautomaten, man braucht kein Geldwesen, das man transportieren muss und verwalten muss. Man braucht keine Zeit für den Verkauf, die Busse können viel längere Linien fahren. Es spricht eigentlich alles für den Nulltarif. Außer dass irgendwelche Leute Pseudoängste davor haben und einfach am Gewohnten festhalten wollen oder sagen, wir haben nichts zu verschenken. Andere haben Angst vor Spaßfahrern, die auf Kosten der Gesellschaft den ganzen Tag in Bus und Bahn rumfahren. Ich meine, wenn es ein paar Rentner gibt, die das machen, warum denn nicht? Irgendwann sind die das auch leid. Als ich Semesterticket hatte, habe ich es mir auch kaum schaffen können, Spaßfahrten zu machen. Ich habe nicht mal geschafft, alle Bahnstrecken, die ich damit fahren könnte, abzufahren, weil ich doch immer was zu tun hatte. Aber es hat mir halt in der Mobilität vor Ort sehr geholfen. Und ich denke, beim Nulltarif ist es ähnlich. Vielleicht gibt es mal eine Starteuphorie und dann ist es etwas ganz Normales mit einem wesentlich besseren Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr. Deshalb möchte ich bitten, interessieren Sie sich für den Nulltarif, setzen Sie sich dafür ein, werben Sie dafür bei Politikern. Es ist umweltfreundlich, es ist der beste Weg, und es sollte selbstverständlich werden.